Also mein Thema, die DDR, Fragezeichen. Sie war unser Versuch, aus der Geschichte zu lernen. Sie musste nicht untergehen. Ein Text von Gerhard Zwerenz. Ich glaube, ich kann hier Zwerenz als bekannt voraussetzen. Zwerenz hat seine theoretischen Aussagen als Schriftsteller gestützt auf Fritz Behrens. Der ist vielleicht nicht so bekannt, denn er ist heute, glaube ich, noch gar nicht erwähnt worden. Ach ja, es war einer der bedeutendsten Ökonomen der DDR, der sehr starken Repressionen unterlag, Selbstkritik üben musste in Parteizeitungen, die beleidigend waren, obwohl er schon das NÖS schon 56 de facto auf dem Schirm hatte. Gerhard Zwerenz fühlte sich wie Fritz Behrens durch die Fragen von Alfred Kantorowicz und von Ernst Bloch herausgefordert. Er suchte nach Antworten. Kantorowicz hatte 1957 nach seinem Weggang aus der DDR in seiner Botschaft an meine Studenten nach dem Glied in der Kette zwischen Marx und Stalin gefragt, an dem die Konzeption brüchig wurde, die Weiterentwicklung entgleiste. Oder ob bereits in den Grundlagen Entscheidendes nicht stimmte. Auch Bloch forderte, als er im August 1961 nicht nach Leipzig zurückkehrte, alles müsse genau untersucht werden, wann, warum und wie der Kommunismus entartete. In seiner Biografie im Poetenladen weist Zwerenz zuerst und vor allem auf die Texte von Wolfgang Harich hin, die dieser im Zusammenhang mit dem Thema Fraktionsverbot der Partei verfasst hat. Er zitiert ihn ausführlich, ich kürze. Nicht wenige Kommunisten, so schrieb Harich, glauben, sie seien dem Marxismus-Leninismus schuldig, in ihren Parteistatuten am Fraktionsverbot festzuhalten. Und häufig werden sie von bürgerlicher Seite unter Umkehrung des bewährten Vorzeichens darin bestärkt. Hier liegt ein Irrtum vor, den es zu überwinden gilt. Von 1903 bis 1912 sind Lenins Bolschewiki selber Fraktion gewesen. Und nachdem sie sich auf ihrer Konferenz in Prag im Januar 1912 unter Trennung von den Menschewiki und anderen Opportunisten zur Partei konstituiert hatten, sollte es während weiterer 9 Jahre an Tendenzen, Plattformen, auch Fraktionsbildungen in ihren Reihen nicht fehlen. In diese Zeit fallen immerhin der Erste Weltkrieg, die beiden Revolutionen von 1917, der Brester Friede und ein 3-jähriger Bürgerkrieg, in dem, ehe die Sowjetmacht ihn siegreich bestand, 14 kapitalistische Staaten militärisch gegen sie interveniert hatten. Die Möglichkeit fraktioneller Betätigung ist also bolschewistisch legitim. Sie hat sich dergleichen mit dem straffen Zentralismus der Partei so lange gut vertragen, wie der ein demokratischer und kein bürokratischer Zentralismus war. Dazu freilich begann er nach dem Bürgerkrieg zu entarten. Und es gilt zu begreifen, warum. Die Zerrüttung des Landes machte den Übergang zur neuen ökonomischen Politik erforderlich und der Wiederbelebung kapitalistischer Elemente. Diesem sollte dabei wenigstens jede Gelegenheit, sich politisch zu organisieren, genommen werden. Weshalb jetzt erst das Verbot anderer Parteien erfolgte, das die bis dahin legal gebliebenen Menschewiki und Sozialrevolutionäre traf. Und um der Gefahr vorzubeugen, dass sich ersatzweise objektiv klassenfeindliche Opposition in der Kommunistischen Partei selbst sammelte, war zugleich deren Mitgliedern Fraktionsmacherei bei Strafe des Ausschlusses untersagt. Ich spreche vom 10. Parteitag, der im März 1921 stattfand. Zu verantworten sind seine Beschlüsse noch von Lenin und Trotzki, ebenso von Sinowjew, Kamenjew, Stalin, Bucharin, kurz von allen damaligen Parteiführern. Nur einer, der bedeutende Marx-Forscher Rjasanow, wagte zu prophezeien, dass Chaos, Korruption und Bürokratismus die Konsequenz sein würden. Ich kürze hier. Und abschließend stellte Harich fest, um die Errungenschaften der Revolution zu retten, musste man den natürlichen Rhythmus des politischen Lebens unterdrücken, indem die Partei die Staat
verkrüppelte sie sich selber an Geist und Körper. In dem Buch Slawensprache und Revolte rückten Ingrid und Gerhard Zwierens jene Reformmonate im Jahre 1956 ins Zentrum der Betrachtung, die auf den 20. Parteitag der KPdSU in der DDR folgten. In diesen 6 Reformmonaten wurde ihrer Sicht zufolge die Kontur einer zweiten DDR sichtbar, einer DDR, die nicht nach sowjetischem Konzept gestrickt war. Ingrid und Gerhard Zwierens hatten als Studenten das Vergnügen, Blochs Vorlesungen im legendären Hörsaal 40 der Leipziger Universität zu hören. Bloch wurde die Alternative zur stalinschen Sowjetphilosophie. Vom Frühlingstauwetter 1956 an wurde bis in den Spätherbst hinein ohne Slawensprache philosophiert. Von diesen Vorlesungen ging die Ermutigung zu einer zweiten Revolution aus, durch die der Mensch Herr seiner Möglichkeiten sein würde. In diesen Monaten erfüllte sich der große Raum mit Ahnungen. Für eine kurze Zeit schien greifbar, dass Sozialismus möglich werde. Diese Geschichte gehöre, fordert Zwierens, zur Geschichte der Ostdeutschen hinzu, die noch nicht als abgeschlossen begriffen werden könne. Nicht zufällig wird daran erinnert, dass Leo Trotzki meinte, wir haben den Kapitalismus überall dort besiegt, wo es ihn noch gar nicht gab. Der Bloch-Schüler Herr Gerhard Urbach fügte diesem Bild in einem Brief an Zwierens hinzu, das westlich-kapitalistische System hat einen Sozialismus besiegt, der niemals einer war. Beide Feststellungen sind maßlos übertrieben, aber sie sollen natürlich etwas ganz Bestimmtes aufzeigen, dass da irgendwo eine Weiterentwicklungshemmung vorhanden war. Die höhere soziale Qualität habe sich nirgends etablieren können, weil das 1921 ausgesprochene Oppositions- und Fraktionsverbot in dieser Zeit verständlich niemals wieder aufgehoben wurde. Der sogenannte demokratische Zentralismus habe die Diktatur einer Partei, Gruppe, Person möglich gemacht. Unter Stalin pervertierte das System zur absoluten Unmenschlichkeit. Modernisierung sei somit gehemmt, wenn nicht ausgeschlossen worden. Das ursprünglich gegen die Feinde gerichtete Fraktionsverbot habe als Disziplinierungselement fortgewirkt, das nicht nur neue Ideen und Reflexionen hemmte, sondern deren Voraussetzungen unter Strafe stellte. Die ungarische Tragödie im Oktober-November 1956 lieferte Walter Ulbricht den Vorwand, die Revolte der Intellektuellen in der DDR niederzuwerfen. Bloch verlor den Lehrstuhl. In Tübingen erlebte er umgekehrte Verhältnisse, das ist nicht allgemein bekannt. Ulbricht konnte ihm zwar nichts mehr anhaben, aber der erzkonservative Katholik und spätere Kardinal und Papst Josef Ratzinger fühlte sich von dem Erzmarxisten Bloch bedroht und machte ihm die Hölle heiß. In Leipzig war Bloch ab 1957 als Nicht-Marxist bekämpft worden. Gerade die Feindschaft im Westen, die auch nicht von Pappe war, ist in der Literatur bisher noch kaum behandelt worden. Ich lasse die Veränderungen und Innovationen, die Walter Ulbricht in seiner Politik ab 1963, also dem 6. Parteitag, mit dem NÖS, das ja hier gerade die Vorrednerin ausführlich behandelt hat, und auch auf der Marx-Session 1967, wo er den Sozialismus als relativ selbstständige Gesellschaftsformation gegen ärgste sowjetische Widerstände durchaus als Novation und als Weiterentwicklung sozialistischer Theorie und Politik erkenne ich an. Ich gehe nicht auf die retardierenden Elemente ein. Ulbrichts Verständnis von führender Rolle, die bis zur Perversion schon getrieben wurde, und dann das, was dann Honecker, sagen wir mal, direkt in die Endkrise führte, ein verheerendes Prinzip. Ich will nur auf eine Sache hinweisen, weil wir ja
den Zwerenz hier im Thema haben. Was nicht allgemein bekannt ist, Zwerenz hat im Jahre 1966 eine Ulbricht-Biografie veröffentlicht und sehr zur Überraschung für die westdeutsche Öffentlichkeit, man muss ja noch daran denken, was 66 für eine Zeit war, das ist das Vorfeld der völkerrechtlichen Anerkennung, da hat Zwerenz folgende Bewertung von Ulbricht vorgenommen, der Ulbricht-Kritiker von 56. Ob man es schätzt oder nicht, Walter Ulbricht stellt in seiner Person und als Exponent seiner Partei die Kontinuität der deutschen revolutionären Tradition und indem er sich einen Staat schuf, vereitelte er alle westdeutschen Bestrebungen, die revolutionäre Tradition der Linken in Deutschland zu eliminieren. Und ausgerechnet Sebastian Haffner besprach das Buch in konkret und machte das dann selbst zu seinem Thema und steigerte sich sogar in seiner Bewertung von Ulbricht, indem er sagte, dass er in seiner politischen Leistung an die Größe von Bismarck herankomme, außer ihm auch noch Konrad Adenauer, fügte er dann so hinzu. Das musste er wohl damals auch. Haffner hat sich dann sehr oft in der zweiten Hälfte der 80er Jahre dazu geäußert. Und das ist in der DDR alles natürlich ganz groß rausgebracht worden. Von Zwerenz kein Wort, er war Unperson bis 1989. Er ist ja bekannt, dass er dann auch Abgeordneter der PDS im Bundestag wurde. Also er war die ganze Zeit über ein ausgesprochener Linker geblieben. Ich setze jetzt fort. Es zeigte sich, dass Ulbrichts ökonomisches Reformkonzept nicht ausreichte, um die Kruste des Realsozialismus aufzubrechen. Für die Konzepte einer systemtranszendenten Reform von Fritz Behrens hatte Ulbricht kein Verständnis aufgebracht. Ulbrichts langjähriger Mitstreiter Ernst Wollweber berichtete später darüber, dass er Ulbricht zur Frage einer Nachfolge in führenden Funktionen der SED zur Rede gestellt hatte, ohne eine Antwort zu erhalten. Ich zitiere Wollweber: Die Frage des Nachfolgers wurde aber nach wie vor nicht diskutiert und ist wahrscheinlich nie diskutiert worden, auch nicht im engsten Kreise. Das heißt nicht, dass nicht in seinem Kopf für diesen Fall alles klar war. Sicher war das so, aber mit Kollektivität der Führung hatte das nichts zu tun. Obwohl Ulbrichts Gesundheitszustand im Jahre 1970 infolge schmerzhafter Angina pectoris mit akut drohendem Herzinfarkt schon seit langer Zeit angeschlagen war, plante er beim nächsten Parteitag erneut für die innegehabte Funktion zu kandidieren. 1970 wollte er seinen Ziehsohn Honecker für 2 Jahre zu einer Weiterbildung nach Moskau schicken, was Honecker mit Hilfe seines Moskauer Freundes Brezhnev zu verhindern wusste. Als Nachfolgekandidaten für sich in einer späteren Zeit hatte er Günther Mittag, der schon längst auf die Seite von Honecker übergelaufen war, und Alfred Neumann benannt. Der war zwar ein Ulbricht-Anhänger bis an sein Lebensende, aber er war im Grunde genommen einer, der ausgesprochen orthodoxe Positionen vertrat. Wir wissen, dass also nach Ulbricht und auch mit seinem eigentlich Nicht-Mitwirken nicht ein Reformer zur Macht kam, sondern einer, der, sagen wir mal, so wie Brezhnev, wie sein Freund Brezhnev, auf Stagnation setzte. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre meldete sich Fritz Behrens bei Gerhard Zwerenz per Telefon. Zur großen Überraschung von Zwerenz rief Behrens aus einer nahegelegenen Kurklinik in der Bundesrepublik an, wo er seinem zweiten Herzinfarkt auszukurieren gedachte. Es kam zu einem intensiven Gedankenaustausch. Behrens legte dar, zu welchen Ergebnissen er bei seinen Studien zum Realsozialismus in den 70er Jahren gekommen war. Für ihn stand fest, dass das Volkseigentum kein Gemeineigentum, kein gesellschaftliches Eigentum war, sondern nur Staatseigentum.
Für die Arbeiter blieb es bei der Verfremdung. Behrens polemisierte gegen Robert Havemann, der nur eine systemimmanente Reform anstrebe. Es gehe um qualitativ mehr, ohne eine Liquidierung der hierarchisch-elitären Struktur in Basis und Überbau und ihre allmähliche Ersetzung durch genossenschaftlich-egalitäre Strukturen werden auch die alten Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse nicht liquidiert, in der real existierende Sozialismus bei allen Unterschieden mit dem staatsmonopolistischen Kapitalismus gemeinsam hat. Durch diese Position Negation der Negation unterscheidet sich die linke marxistische Kritik von jeder anderen, die eine rechte ist, auch wenn sie glaubt, eine Linke zu sein. Linke Kritik ist systemtranszendente Kritik. Behrens bat Zwerens darum, ihm behilflich zu sein, einen westdeutschen Verlag zu finden, bei dem er seine Studien veröffentlichen kann. Zwerens hätte ihm gern geholfen, aber die Frau von Behrens bat ihn inständig, dies nicht zu tun. Ihr Mann würde nach dem zweiten Herzinfarkt das mörderische Echo in der DDR nicht überleben, erklärte sie ihm. So entschied Zwerens im Sinne von Frau Behrens, das Manuskript der Studien bewahrte Hanna Maria Loschinski, die Tochter nach dem Tode von Fritz Behrens im Jahre 1980 im Schlafzimmer unter ihrer Matratze auf. Der Akademieverlag, der diese Studien unter dem Titel Abschied von der sozialen Utopie 1992 veröffentlicht hatte, fälschte dessen Aussage zeitbeflissen durch Streichung des Fragezeichens, das Fritz Behrens aus gutem Grund dahinter gesetzt hatte. Die Begegnung mit Behrens hatte für die weitere Auseinandersetzung von Gerhard Zwerens große Bedeutung. Er fand heraus, dass 1978 in China von Deng Xiaoping begonnene Reform auch auf der Auswertung der Analysen von Fritz Behrens fußte. In seinem 35. Nachruf im Poetenladen fasste Zwerens seine Erkenntnisse zusammen, ich zitiere, und kommen wir auch allmählich zum Abschluss. Fritz Behrens entwickelte von der Universität Leipzig eine ökonomisch-sozialistische Theorie, die ihm und seinen Schülern und Genossen ab 1957 Repression wegen Revisionismus einbrachte. Sein neues ökonomisches System wurde verworfen, Anfang der 60er Jahre von Ulbricht angeordnet. Erste Erfolge blieben nicht aus, stießen aber auf den Widerstand Brezhnevs und Honeckers, was 1971 zur Ablösung Ulbrichts und 1989 zum Ende der DDR führte. Was wäre, wenn Ulbricht das Nöss-Projekt von Behrens hätte weiterentwickeln können? Der Blick auf das China nach Mao zeigt den Weg zum Erfolg. Aber gab es nicht am Beginn die Märtyrertoten auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens? In der DDR stand am Beginn der 17. Juni 1953, nach dem Aufstand wäre Zeit genug für die neue ökonomische Politik gewesen. Mit Bloch gesprochen, Möglichkeit ist partiell Bedingtes, kommt darauf an, wer couragiert genug den Zipfel der Geschichte ergreift. Ulbricht agierte 1953 und 1956 kontra und als er danach das Nöss doch riskierte, war es zu spät. Die rote SED fiel in ein schwarzes Loch. Das sind die Feststellungen des Schriftstellers. Man wird hier und da Fragezeichen setzen müssen. Der Historiker wird vermutlich den Point of No Return etwas später ansetzen. Ich stimme durchaus hier Heinz Niemann zu, wenn er ihn auf Ende der 70er Jahre festlegt, denn 78 war das letzte Jahr einer Vorwärtsentwicklung. Von da an lebte die DDR auf Kosten ihrer Substanz. Und es kommt ja auch noch dazu, dass 1953/54 die Studien von Behrens mit der Begründung für eine systemtranszendente Reform noch nicht vorlagen. Sie wurden ja erst später erarbeitet. Hier möchte ich schließen. Danke für die Aufmerksamkeit.